einkaufen war. Ja. Einfach kaufen gucken. Oh nein. Den magischen Mantel. Mantel des Maids. Teufelsschwanz, den brauchen wir noch. Kann ich leider nicht verkaufen. Hasenöhrchen, ja. Sonst irgendwas, was Geld bringt. Ein Kleid, dann wären wir bei 3, 4. Warum habe ich so viel Gold am Schien? Hier. So. Verkaufen ein Tänzerinkleid. So, so eine Kleinigkeit kaufen. Dann müssen wir auch 4-4 kommen. Ne, warte, stimmt gar nicht. Ich brauche jetzt nur noch. Dann muss ich gucken, ob ich das Häschen-Outfit noch brauche. Tänzer-Outfit. Tänzer-Outfit. Das Häschen-Kostüm brauche ich nirgendwo mehr. Nö. Das heißt, das wäre weg. Ein Stahlschild könnte ich, ja. Ein Stahlschild könnte ich auf jeden Fall noch gebrauchen. Dann brauche ich ein Zauberschild. Oder ein Drachenschild. Drachenschild brauche ich für welche? Ne. Okay. Die brauche ich noch. Oder wie viel macht die? Die macht ein mehr. So, mal gucken. Ich kann mal eben die Sache damit rausbekommen. Dann muss ich mal eben schauen. Kann man irgendwie die Effekte nochmal ausgucken? Also, ne. Das heißt, das kann wirklich weg. Das wäre. Oh, so. Ja, die kann weg. Kaufen wir sofort. Das wäre. Beutel unten rein. Das wäre in ihn rein. Quatsch. Den transferieren wir mal nach unten hin. Achso, der hat meine ganzen. Der hat alles unten gepackt, ja. Weil ich einfach hier zu viel Platz verbrauche drin. Aber jeder braucht doch seine Sachen, seine Material jetzt. Tun wir mal die unteren Reihen immer frei halten hier. Transfer. Bleibt da. Transfer bleibt da. So. Langsam klappt sie mit. Den. So, jetzt gehen wir mal die Beutel durchgucken. Kriegt eine. Der Transfer. Benutzen, das ist in der 90er. Stell dir dafür kommt dann wieder her. Okay, das wäre für den Boss ganz gut. Gegen. Stellt einen Verbindungsminister. Okay, Transfer. Nehmen wir gleich direkt da hoch. Und. Na. Ganz gut. War, glaube ich, ganz gut, dass er alles runtergepackt hat. Kommt mal so ein bisschen freien Überblick wieder. So, mein Freund. Ich will den Rest auch haben. Dann verkaufen wir die Öhrchen. Verkaufen wir bitte das Outfit. So. Und die brauchen wir jetzt hier. Oh, Jessica. Leichter Schild. Leichter Schild. Das weiße Schild. Aber ich kann den weißen Schild auch noch mit Spiegelschild weitermachen. Aber dafür habe ich die für später noch. Das heißt, ich werde die auf jeden Fall noch sammeln müssen. So. Und wir haben noch Geld übrig. Hau ab. Gut, wir sind ausgerüstet. Federkappe.
Und gleich hingehen und wieder verkaufen. Ah, 200, immerhin. So. Gut, ich habe noch keinen Krümmelkram in der Schüssel im Moment. So, kein Krümelkram aus der Schüssel noch gegessen. Dann würde ich sagen, ziehe ich mal das Bild mal wieder ein bisschen mittig für mich. Dann lass mal deinen Kessel noch weiterarbeiten und wir können uns wieder ein bisschen voranarbeiten. Aber ich finde es schade, dass man die Rüstung nicht sehen kann. Würde mich sehr interessieren. Ach, mein Glöckchen ist ja jetzt auch weg. Müssen wir mal unser Glöckchen wiederholen, da ist es. Ich wollte es eigentlich wiederholen. Zumindest meine Leiste oben. Transfer. Macht immer mein Glöckchen dahin. Und transfer den Diebeschlüssel. So. Gleich wieder ein bisschen mehr Platz. Jetzt geht's zum Jagdrevier. Er hält nicht mehr an, ist auch nicht schlimm. Jetzt kann ich wieder ein bisschen fighten. Wo ich ja wieder ein bisschen Bock drauf habe. Da kommt der erste Fight. Na, zwei einfache. Die kriegen normal was auf der Fresse. Ja, 54 ist ganz gut. Kann man mich nicht meckern. Hätte ich ausprobieren können, ob Schwupp gegangen wäre oder Wupp. Dass ich die ins Jenseits befördern könnte. Eventuell. Aber ich befördere sie gerade auch so ins Jenseits. Ja, da muss ich auch noch darauf hin, dass ich halt wieder ein bisschen level. Dass sie so ungefähr 30 die letzten beiden sind. Es wird lange dauern, muss ich zugeben. Aber. Das ist doch, glaube ich, sinnvoll, dass eine Höhle. Ah, ne, das ist so ein abwegiges Ding, was in die Höhle reinführt. Ein Fluss. Eventuell ein Wasserfall ausartet. Froschmänner. Genau, dann machen wir jetzt mal den. Weil das ist ganz gut für Gruppen, die groß sind, wo man den Zauber einsetzen kann. Finde ich Hammer. Eine mega Schwächung. Und gleich. Nein. Na. Ja. Habe ich nie aufgepasst. Gibt's halt erst eine Mega-Schwächung. Oh, nicht betroffen. Jetzt werden natürlich zwei Stück so, okay. Jetzt drehen sich wieder zwei. Und gleich sehen, die machen einer Schaden. Jetzt kommt der mit Knack. Und die können richtig reinhauen. Hier sind 20 Schaden pro Ding. Ist immer noch heftig. Uiuiuiui. Da hatte ich mich ein bisschen, ich sag mal, meinen Arsch gebissen damit. Okay, die können getötet werden. Und ihr seht die Lage und da seht ihr, dass dieser schwache Punkt ist von diesem Frosch. Die sind schweinestark, wenn die sich umdrehen. Darum immer solche Kombis einsetzen. Naja, habe ich halt mal gefailt. Kann auch mal bei mir vorkommen. Ah. Ich Idiot. So, eine kleine noch. Ah, die kleine Mittelheilung machen, müssen ja die einen Punkt gespart. Gehen erstmal noch hier weiter. Ein Wasserfluss. Ein Waterfall. Was ist ein weiten Weg her? Wir
Wir schauen mal. Für den Prinzenkönig finden. Lag die erschaffen. Oh. Was? Oh geil, ich kann hier schlafen.